Und das ist die Gruppe Gesundheitstimer. Wir werden gleich mal gucken, ob sie es schaffen, sich alle hinzuplatzieren. Es sind nämlich 7 Leute. Das heißt, wir müssen sie auch irgendwie alle in diesen kleinen Bereich kriegen. Was die Mentoren immer machen, ist natürlich technisches Anleiten und pädagogisches Anleiten. Eine super wichtige Rolle der Mentoren ist aber auch immer so Sachen zu sagen wie: Steht doch bitte mal auf. Geht doch mal raus. Habt ihr heute schon genug getrunken? Habt ihr heute schon mit anderen Leuten geredet? Vielleicht Mentoren brauchen ja auch manchmal Pause und dann hat man ein bisschen Angst, dass dann die ganzen Teilnehmenden einfach 3 Stunden lang nichts mehr trinken. Und da hat sich die Gruppe Gesundheitstimer mit beschäftigt und wie wir uns mit Code die Welt verbessern, aber vielleicht auch mit Code die Gesundheit verbessern können. Und ich bin total gespannt und ich sehe, ihr habt schon eine Mate auf dem Tisch stehen. Das kann ja nur gut werden. Viel Spaß euch! Hi, wir sind das Team Gesundheitstimer, bestehend aus Lia, Finn, Konrad, Mattia, noch ein Finn und Jona, genau, und mir, Luca. Genau, und wir präsentieren euch jetzt unser Ergebnis, was wir dieses Wochenende erarbeitet haben. Genau. Als erstes wird Lia euch unsere Motivation erklären. Dann werden Konrad und Mattia euch die Umsetzung erläutern, mit Finn gemeinsam denn dann das Ergebnis vorstellen und auch eine Live-Demo geben. Dann wird der andere Finn noch kurz über die Pläne für die Zukunft reden und zum Schluss gibt es noch von Jona ein kurzes Fazit. Genau, als erstes kommen wir dann zur Motivation. Und zwar ist uns aufgefallen, dass vor allem Informatiker, die viel am Schreibtisch sitzen, auch zu wenig trinken oder auch zu wenig aufstehen. Dafür haben wir dann überlegt, dass wir ein Alarmsystem quasi bauen wollen, welches die User dann sagt, dass sie aufstehen sollen oder dass sie was trinken sollen. Und dafür haben wir diese Waage gebaut, welche dann anzeigt, so wie viel Wasser man trinken soll oder was auch immer man trinken möchte. Ja, also wir haben eine Waage benutzt, um den Füllstand der Wasserflasche zu identifizieren. Und die sendet die Daten an einen Arduino. Da kann man dann auch einstellen, wie viel man trinken will pro Stunde. Der Arduino sendet alles direkt an den Server und an die Datenbank und die Datenbank speichert es dann. Also kommen wir nun zur Live-Demo. Genau, wir haben euch ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir eine kleine Webseite und hier unten in der Kamera kann man unsere Waage sehen. Genau. Auf der Webseite kann man erstmal sehen, der Füllstand ist im Moment nicht da, weil wir haben ja noch keine Flasche. Dafür haben wir diese schöne Mate-Flasche. Die würden wir jetzt hier einmal draufstellen. Und dies erkennt dann der Arduino halt und sendet das dann an den Server, der da vorne auf dem Hof steht. Und der speichert das dann in einer Datenbank ab, um das dann halt, sobald die Webseite, die man hier sieht, geöffnet wird, dem Benutzer anzuzeigen. Dabei sieht man hier halt eine Tabelle mit den Füllständen und zu welcher Zeit die Flasche halt wie gefüllt ist. Und unten da das Kreisdiagramm halt, ob man das Tagesziel, was man sich festgelegt hat, erreicht hat. Also das ist jetzt 1 Liter, haben wir standardmäßig jetzt erstmal eingestellt. Und da sieht man halt, wie viel man davon schon erreicht hat. Genau, als nächstes würden wir jetzt mal ein bisschen was trinken, damit wir zeigen können, dass es funktioniert. Man nimmt einfach die Flasche vom Sockel runter und ihr seht da schon, dass die Tabelle schon mehrere Änderungen registriert hat, weil sich natürlich das Gewicht verändert hat. Das stellt man dann einfach wieder auf die Waage drauf und wartet dann eine Weile, bis die Daten ankommen. Und dann aktualisiert sich natürlich das Tagesziel. Also ist schon 12,6% vom Ziel erreicht.
Dann kommen wir jetzt zu Plänen für die Zukunft, also was man in der Zukunft verbessern könnte oder ergänzen könnte. Und wir haben jetzt natürlich über das Trinken geredet, aber wir hatten noch eine Grundidee, die man in Zukunft verbessern könnte oder ergänzen könnte. Und zwar wäre das ein Wecker zum Aufstehen. Der würde dann, wenn man am PC sitzt, erstmal irgendwie den Bildschirm blockieren und einen Alarmton ausschlagen. Und dann müsste man aufstehen und über Text-to-Speech, das heißt eine Computerstimme redet über Lautsprecher, da könnte man sich dann, die sagt dann zum Beispiel dehnen und dann dehnt man sich, das hat dann auch den positiven Effekt für den Rücken, den kann man einfach dann entlasten und das wirkt Rückenschmerzen entgegen und wenn man das dann gemacht hat, irgendwann geht dann die Blockade vom Bildschirm wieder weg und dann kann man weiter ans Arbeiten gehen und dann der nächste Timer ist dann auch schon vielleicht der Trinktimer, der ausschlägt. Dann kommen wir jetzt einmal zum Fazit und zwar unser Fazit ist, dass wir glauben, dass unser Projekt gerade Leuten helfen kann, die zu viel am Computer machen, weil man da ja oft in einer Art Tunnelblick fällt und einfach vergisst zum Beispiel aufzustehen oder etwas zu trinken und dass ja gerade man auch wenn man wenig trinkt, sich nicht gut konzentrieren kann oder Kopfschmerzen kriegt und dass es halt auch beim besseren und konzentrierteren Arbeiten hilft. Ja, am Ende würden wir uns noch bedanken bei dem Organisationsteam, das das Projekt hier alles organisiert hat, weil ohne das Projekt hätten wir auch nicht sowas auf die Beine stellen können, ne? Ist ja ganz klar, muss ich wohl nicht erwähnen. Und dann auf jeden Fall geht ein Danke noch an die MentorInnen raus, die uns geholfen haben. Darunter waren auf jeden Fall sehr stark beteiligt Malik, Pavel und Noah. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Präsentieren. Mich würde noch einmal interessieren, was ist denn euer Trinkziel? Was soll man da denn trinken? Der Plan ist, dass es dynamisch einstellbar ist. Also man kann irgendwie die Flasche dann hinstellen, kann sagen, man möchte das zum Beispiel in 2 Stunden austrinken und kriegt dann, je nachdem, die Erinnerung, wann man trinken muss, damit man dieses Ziel erreichen kann. Cool. Ja, ich glaube, wir haben viel von unserem Wasserkonsum, weil diese Wochenende auf Wassermelone, wir hatten die ganze Zeit Wassermelone stehen. Ich glaube, das zählt ja auch zumindest ein kleines bisschen dazu. Und mich würde noch interessieren, ich bin, glaube ich, auch so eine Person, die das immer vergisst. Und dann müssen mir immer alle Leute so meine Wasserflasche hinterher tragen und sagen, oh, du siehst aus, als hättest du ganz lange nichts mehr getrunken. Wenn ich mir sowas selber bauen möchte, ist das möglich? Ist das super kompliziert? Kann man die Teile auch einfach so kaufen? Ja, also erstmal das ganze Projekt ist Open Source auf GitHub verfügbar, also der ganze Code ist, kann dort heruntergeladen werden und die Teile sind relativ günstig zu bekommen, also wenn man das jetzt irgendwie hier in Deutschland bestellen will, ist man da wahrscheinlich mit so knapp 30 Euro unterwegs, wenn man es in China bestellt, vielleicht ein bisschen günstiger und da muss man eigentlich nur noch anfangen, das zu basteln. Vielen Dank, super cool, mache ich vielleicht mal diese Sommer.